Moin und herzlich willkommen, liebe Freunde. Tja, heute mal ein bisschen dichter dran. Und ich dachte, wir machen noch mal ein kleines Unboxing. Das Ding ist, es war noch eine weitere Folie drum. Das hier ist tatsächlich aus Indien und ich hoffe, es hat die Reise überlebt, ne? Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ne? Und ja, danke, dass ihr mir übrigens so fleißig folgt und meine Videos schaut. Na, ist ja heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich. Aber ja, vielleicht hilft es ja den einen oder anderen. Weil, ja, ich versuche immer möglichst viel zu zeigen. Ne? So, also das kam jetzt bei raus. Ich meine, noch steht der andere Tisch nicht. Ne? Also dauert noch einen Moment. Also zumindest zum Zeitpunkt des Videos. Aber bald geht's voran. Das heißt, im neuen Jahr, also sind wir dann ja, ne, wo dieses Video erscheint. Und irgendwo da steht dann auch der neue Tisch. Und dann seht ihr natürlich auch richtig, wie ich da auspacke und. Ne? Also alles eben ganz schön offen dargelegt. Ja, dann wollen wir natürlich gucken, dass wir hier weitermachen. Ne? Wir haben erstmal ein Stück Pappe gekriegt. Welch Wunder, ich musste kein Zoll entrichten. Im Gegensatz zu dem Emblem, was ich schon mal aus Indien bestellt hatte. Da musste ich das. Ich weiß nicht warum. Aber ja, vielleicht ist das auch wegen Geringfügigkeit oder so durchgerutscht. Zumal, ja. Dass der gleiche Warenwert in etwa war und auch kein Zollaufkleber dran war. So, wir haben hier jetzt den Aufkleber hier. Also, was heißt Aufkleber? Ja, eigentlich schon, also so 3D-mäßig gehalten, was auch richtig geil ist. Natürlich ist das klar, dass das eben nicht ganz original ist, aber nah dran. Ne? Ich sag mal so, wenn wir den jetzt hier mal so rausholen würden, dann klebt die Folie hier an der Hand. Und man sieht schon hier mit dem E, dass das zu sehr gekippt ist. Also sieht aus wie kurz vorm Abfallen. Hier in der Ecke haben sie ein bisschen Chrom vergessen, da kam nichts ran. Ja, aber im Großen und Ganzen gut gemacht. Und gut gemeint. Und dieses Emblem, das kommt natürlich direkt auf unser Fahrzeug drauf, weil das ja die Originalbezeichnung eigentlich auch ist. Ja? Das heißt, der war ursprünglich gar nicht für den deutschen Markt vorgesehen. Und irgendwie ist er dann doch hier gelandet am Ende. Ja. Wie gesagt, wir haben drunter geschaut und haben rundherum gesehen, dass da die Kabel hängen für die Seitenmarkierungsleuchten. Vermutlich auch, dass sie da auch geblinkt haben, denke ich mal, weil wir haben jetzt den Kotflügel mit Blinker und vorher muss wohl was gewesen sein ohne Blinker. Ja, und hierzulande, ich erzähle es auch mal gerne wieder, war der erste Besitzer ein L3er. Und der hat den über ein Autohaus hier gekauft, also über Suzuki. Ja, und irgendwie muss da was gewesen sein oder was bei Suzuki selbst, wo die dann vermutlich das Fahrzeug nochmal schnell umgerüstet haben und gesagt haben, okay, dann schicken wir den jetzt so raus. Na, und darum habe ich ja auch diese Schutzleisten dran an einer Heck- und Frontstoßstange. Na, die es auch nochmal im Zubehör gab. Ja, hätten wir auch gerne wieder zurückgerüstet. Sage ich auch gerne immer wieder. Aber da spielt der TÜV leider nicht so ganz mit, weil dem das nicht so ganz gefällt haben. Ja, gerade speziell, weil es dann ja auch noch blinken würde,
Ja, also als Blinker fungiert und gleichzeitig als ja, Seitenmarkierungslicht. Das kennt ihr ja. Und gerade das Blinken würde dem TÜV höchstwahrscheinlich auch noch stören. Aber ich sage mir, wenn original zurückgerüstet, dann richtig. Mit allen Konsequenzen. Und das war ja nur, glaube ich, bis Baujahr 91 haben sie es toleriert. Und ja, alles andere hat eben Pech gehabt. Wo es eben ging, musste das also quasi ja zurückgerüstet werden, umgerüstet werden, dass es nur leuchten darf und mehr nicht. Ja, wäre wünschenswert gewesen, wenn das bei uns auch noch so der Fall gewesen wäre, aber ja, leider nicht. Ja, ihr kennt ja Better Call Saul. Und wenn ihr euch das Fahrzeug da genauer anschaut, klar, die Front ist eine andere, die Innenausstattung, also das Armaturenbrett, ist ein anderes. Ja, also das ist das Vor-Facelift-Modell, aber beide sind noch Suzuki Baleno oder S-Team 1. Ja, und ja, in die Richtung wird mein Fahrzeug auch gehen. Allerdings, ja, gestaltet sich das mit der Folierung ein bisschen schwierig. Für mich, finanziell zumindest. Und ich habe ja das Facelift-Fahrzeug, also das Facelift-Modell. Und, aber das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch, ne? Weil jeder, der das Fahrzeug sieht, sagt gleich hier, Better Call Saul. Und ich sag mir auch, okay, komm Leute, da bleiben wir mal fröhlich auch ehrlich und sagen nicht, ja, wir haben hier das Fahrzeug und ne, das ist das Original oder so. Nein. Ne? Da bin ich auch ehrlich und sage auch direkt, wie es ist, dass wir hier das ja, selber alles nachgebaut haben. Ne? Klar, nicht bis ins kleinste Detail. Also zum Beispiel Beifahrerseite, die Zierleiste, die ist ja so abgeknickt. Ja, an der Tür vorne. So, das kriegen wir zum Beispiel nicht hin. Dann kriegen wir nämlich wieder Ärger mit dem TÜV. Würden wir die Markierungsleuchten nachrüsten, dürften wir zum Beispiel vorne Fahrerseite das Kabel nicht raushängen lassen. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Also so ganz haargenau ins Detail können wir da nicht gehen, aber ich denke, zumindest im Groben, und da sind wir auch froh drüber. Ja, ich bin erstaunt auch, ne, um nochmal wieder auf die Sendung hier zurückzukommen, ne, wie schnell das ging mit der Lieferung. Klar, es ist leichtes Plastik, also wirklich extrem leicht, aber ich hoffe, das ist so meine Hoffnung. Ansonsten muss ich da gucken, dass ich da was anderes nehme. Also von der Klebekraft her, dass es genauso gut hält wie hinten auf der Heckklappe das Emblem, was wir auch schon nachgerüstet haben. Das war allerdings bei dem Filmfahrzeug jetzt nicht der Fall, dass das Emblem noch mal separat da dran war. Also da waren wir dem Original ursprünglich eigentlich noch näher. Das ist eigentlich dann nur noch so, weil ich mir sage, okay, serienmäßig fuhr der da so mit diesem Emblem nochmal auf der Heckklappe. Also, zack, ne? Dran. Und das ist ja auch direkt aus Indien und die Klebekraft ist bis jetzt fantastisch. Muss ich echt sagen. Also da kann man im Hochdruckreiniger, beim Autowaschen kann man da ruhig schön entlang flitzen. Das ist überhaupt kein Thema. Fantastisch. Echt. Und ich hoffe, dass das die gleiche Klebekraft hat. Ne? Und nicht, wenn man mit dem Hochdruckreiniger da mal lang geht, ne? Dass dann das Emblem wegfliegt. Ja, was machen wir mit dem Schriftzug Baleno? Der Schriftzug Baleno, der wird eventuell tatsächlich auch noch mit dranbleiben. Das müssen wir gucken, wie das jetzt vom Platz her passt. Dann kommt nämlich das da drüber und das andere da drunter. Also, sprich, das bleibt an der Stelle. Na?
Gut, wenn der Wagen nachher foliert wird, dann wird es natürlich schwierig. Dann müssen wir die ganzen Dinger wieder abnehmen. Aber ja, da müssen wir mit dem Heißluftföhn dann ran. Oder, na, ich meine, wahrscheinlich müssen wir die Folierung eh machen lassen an einigen Stellen. Wo jetzt, sag ich mal, so sowas wie das Emblem ist oder so, ne? Weil da ist schon besser, wenn das ein Profi macht und ja, auf einer geraden Fläche, da kann ich das selber noch. Aber dann ist auch Feierabend, ne? Ja, ansonsten ist hierzu erstmal alles gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach mal Like, Abo etc. alles da und vergesst nicht, mir zu folgen. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil nur dann erfahrt ihr, wenn es wieder neue Videos gibt. Und ihr erfahrt auch, wann hier der neue Tisch steht. Ne? Das wird noch eine ganz fiese Nummer, weil ja dadurch, das habt ihr ja schon in anderen Videos bei mir gesehen, dadurch, dass ich ja so wenig Platz habe hier, liegt der ganze Tisch voll. Klar, der muss auch sowieso mal aufgeräumt werden. Gar keine Frage. Da habe ich ein bisschen mehr Platz, aber zielführend ist es auch noch nicht. Also, ne, ich sag mal, dass ich da hätte dann mehr Platz gehabt, weil allein schon der Laptop hier vor mir steht. Und da ist dann mit Platz nicht viel. Ne? Eventuell steht dann der andere Tisch, sogar noch dahinter, der alte. Müssen wir mal gucken. Ne? Also wir brauchen ja möglichst viel Platz, gerade wenn wir dann noch irgendwas anderes zeigen wollen, wie Puzzle und hast du nicht gesehen, dann muss ich natürlich dran arbeiten, dass ich auch lauter rede, damit ihr mich da hinten überhaupt noch hört. Ja? So in etwa. Aber ich denke, das kriegen wir hin und dann ja, sind wir auf einem guten Weg. Ja? Gut, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein und ja, danke fürs Zuschauen und bleibt mir wohlgesonnen.